Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Oh Mann, wie ich es hasse. Ah, schön langsam. Sind ja keine Fahrradfahrer. Also, heute mal ein Video mit meiner Yamaha DT Open 25 X. Ja, ich bin jetzt schon... Ey Leute, ich bin das Ding ein halbes Jahr nicht gefahren. Ich fühle mich gerade echt überhaupt nicht wohl auf dem Ding, also wirklich. Es haben so viele gefragt nach einem Video mit der DT, aber es ging einfach nicht bei dem Wetter. Jetzt haben wir glaube 10, 12 Grad und mir ist trotzdem kalt. Oh, aber ich hab's vermisst. Okay, Hinterbremse muss man gut reindappen. Aber vorne ist echt, also. Boah, die Kupplung. Egal, ich bin gerade nur am Heulen. Scheiße. Es ist kein Vergleich mit der EXC, also. Sitzposition finde ich ziemlich gut bei der, weil du sitzt eigentlich. Ja, du hast hier so eine coole. Also, du sitzt da richtig drin und hast eine. Schenkel an dem Tank, das finde ich gut, hast einen guten Halt. Junge, die Bremse. Ich denke mal, ihr habt richtig Bock auf so ein Video. Vor allem mit der DT. Ist ja eigentlich so ziemlich bekannt. Ja, sagen wir mal, ähnlich bekannt wie die EXC. So. Ladies. Also, da ist das gute Stück. Bisschen dreckig, aber ich bin jetzt auch, lass mich lügen, ich glaube ein halbes Jahr oder so nicht mehr gefahren mit der. Dementsprechend, also sie lief gleich an. Ich glaube, ihr habt es gesehen. Wir haben 38.000 Kilometer. Ich dachte, die hätte mehr. Ich dachte, die hat so um die 44. Aber 38 hat sie. Ich habe nur ein Problem, oder ich hatte mal ein Problem mit dem Temperaturfühler. Den wollte ich dann wechseln. Dann ist er mir abgebrochen im Zylinderkopf. Dann musste ich den rausbohren und dies und das. Ende von der Geschichte. Ich denke, mein Zylinderkopf ist undicht. Ich habe wahrscheinlich Schrauben zu fest angezogen. Ich habe sie nicht mit Drehmoment angezogen, weil ich so beschissen hinkam. Hatte ich einfach gerade keinen Bock drauf, aber wird auf jeden Fall dann bald wieder gemacht und auch ordentlich. Die hat Verbindung zum Kühlkanal, denke ich mal, und die überhitzt mir dann immer und dann läuft die Scheiße. Egal, die Scheiße läuft dann auf den Reifen und dann habe ich wunderschönes Kühlwasser auf dem Reifen. Bin ich schon mal fast weggerutscht. Aber bis jetzt noch nicht. Ich muss halt immer anhalten und gucken, ob es rauskommt. Ich denke, das machen wir zusammen. Also ich schraube den dann, ich schraube wahrscheinlich den Motor komplett raus. Ist einfach viel einfacher zu arbeiten und ich glaube, so ein großes Ding ist es bei dem auch nicht. Bei der Karre. Ich weiß nicht, ob das normal ist bei den Dingern, aber egal. Ich habe nicht so viel Ahnung von dem Moped, also übertreib nicht. Kupplung, also wirklich, entweder muss ich den Seilzug mal wechseln. Guckt euch das mal an. Ich hoffe, ihr seht es. Also, madig. Was auf jeden Fall noch ein großes Problem von der DTX ist, Fahrwerk. Also, ich habe es ein bisschen schlimmer noch in Erinnerung, aber guck mal. Also, ihr seht es jetzt nicht, aber die ist so weich. Und auch, also ich würde nicht sagen zu niedrig, aber durch das, dass es so weich ist und man dann
und man dann die Kurve fährt, schnell in die Kurve, dann geht's fahrwerk halt schon echt mega krank mit. Also das ist eher gut für kleinere Leute, das Moped. Wenn, dann müsste man sich eine R kaufen, wenn man größer ist. Ich habe aber keine Ahnung von dem Fahrwerk bei der R, was da so viele Unterschiede sind. Das ist halt eine Enduro. Ja, wir haben hier eine Getrennschmierung, wisst ihr ja. Ui, 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 ui. Aber Sound ist geil. Sound ist echt mega geil. Auf jeden Fall mein nächstes Video, also dass ihr schon mal Bescheid wisst, das nächste Video werde ich mal anfangen drüber zu reden, was so alles passiert ist. Also wie es, also von Anfang bis Ende eigentlich. Ich habe eine Ninja noch nie davor gehört, eine Ninja Komplettanlage. Noch nie Ninja irgendwo gesehen, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, wie das bei euch ankommt mit der DT, weil ich hatte damals immer Angst. Ich hätte ja eigentlich schon längst Videos machen können, aber ich hatte immer Angst irgendwie. Oder was heißt Angst? Ich wollte einfach nicht mit einem anderen Moped wieder anfangen, weil ich dann Angst hatte, irgendwie, es interessiert keinen. Aber ich denke, ihr guckt ja mich nicht nur wegen meiner XC, 99% wahrscheinlich schon. Grüße gehen raus an Dominik. Ich glaube, ich bin auf Reserve. Uiuiui. Das ist schon mal richtig schlecht. Aber was da hinten rauskommt, ist schon geil. Die ganze Zeit Folge hat. Bei der DT weiß ich, dass es funktioniert, dass es, dass es klappt. Aber trotzdem ein bisschen Lastwechsel. Ich will das Video jetzt auch nicht zu lang machen. Ich, keine Ahnung, ich stelle mich jetzt noch mal hin. Dann zeige ich euch wieder die DT. Alter Mann. Boah, hier war ich doch mal mit der genau, das war das Video mit dem, ist die EXT, EXT, Junge, was ist denn heute los? Geht doch gar nicht. Da drüben bin ich gestanden, glaube am Baum und habe ein bisschen verzählt. Oh Mann, das waren Zeiten ohne Scheiß, das war ja, oh. Da werde ich schon traurig. 2017 war einfach mit Abstand das allergeilste Jahr meines Lebens. Und danach war es 2020, weil war zwar ein beschissenes Jahr an sich, aber Urlaub und so, war schon lange nicht mehr im Urlaub, das hat mal wieder Bock gemacht. Aber 2017, Alter, ich bin euch so dankbar, dass es früher so richtig geil lief mit euch. Ich hoffe einfach, dass wieder das wieder abgeht und dass wir wieder richtig durchstarten können. Ich habe hier schwarze Alu-Schrauben reingemacht. Ob das gut ist oder nicht, es hebt und sieht gut aus. Vielleicht bekomme ich die bis zur Saison verkaufsbereit und dann könnt ihr die kaufen. Ja, mit der Lichtmaske. Ich finde, die passt einfach am besten zur DT. Ach Junge. Excel-Felgen auch mega geil, die sind auch noch richtig gut. Ich denke mal, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr bleibt schön dran. Motiviert mich. Da kommen vielleicht ein paar mehr Videos oder ein bisschen schneller. Aber zurzeit einfach die Motivation fehlt wieder. Scheiß Wetter, jetzt gerade geil. Deswegen habe ich auch Bock. Ich habe noch meinen Merch-Shop, falls ihr noch Sumoduro-Merch kaufen wollt. Link ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr kaufen wollt, dann kauft.
Neue Handschuhe brauche ich auch. Die einen sind wohl in der Waschmaschine gelandet und sind nicht mehr zu gebrauchen. Also, haut darin, die nächsten Videos. Da fangen wir mal an mit dem großen Thema. Oh, mein Kennzeichen. Ach du Scheiße, TÜV. Egal, ich laufe schon wieder zu viel. Haut rein.